Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Dinos oder Dino, eigentlich egal. Kannst du neu machen? Ich hab mal vergessen auf. Mit dabei ist der Lauderzock. Nein, ich höre jetzt nicht auf. Du kannst ja selber aufnehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dino. Und er hat's vergessen. Er hat vorher vergessen aufzunehmen. Ich nehme jetzt durchgängig auf, ich schneide das auch nicht raus, hab keine Lust dazu. Ja, ist halt. Und es hat geleckt. Ja, bei mir auch gerade. Die ganze Zeit leckt es auf diesem Server. Ich habe keine Ahnung warum. Vorher hat es ja bei mir gar nicht geleckt. Auf einmal leckt es. Also ein bisschen. Es kann vielleicht nachher noch schlechter werden, das ganze Zeug. Dass es noch mehr leckt. Aber erstmal geht's noch. Ja. Und sonst liegt es bestimmt daran, dass wir haben zwei Mods runtergeschmissen und zwei neue drauf. Welche haben wir drauf? Keine Ahnung mehr. Ich glaube, Simple Jetpacks. Genau. Und. Keine Ahnung. Ja, meine Aufnahme leckt auch gerade, das ist wieder ehrenhaft. Ja, meine nicht. Es leckt nur das Spiel dann. Ja, das Ding ist halt. Ich habe halt 12 FPS. 13 ja, FPS, 14 FPS. Ich habe meine Aufnahme auf durchgängig 25 FPS gestellt. Da kann ich. Das kann nicht wechseln, das muss so aufnehmen. Das Ding. Ja, okay, ja. Was habe ich denn noch? Von da aus jetzt, also ich baue gerade mein Haus weiter. Ich weiß nicht, was jetzt Sven zu seinen Zuschauern sagt. Ich weiß, warum ich die ganze Zeit geleckt habe. Warum? Oder vielleicht liegt es daran, ich habe auf 13 Chance gestellt, obwohl ich immer auf 10 hatte. Das Ding ist, ich hab halt nur auf 4 Chance Sichtweite. Ja. Wenn ich auf 3 mache. Mach mal auf 8. 8 reichen komplett. Ich sehe sogar die Insel noch. Ja, das Ding ist halt, ich weiß nicht, woran es liegt, ob das mein Aufnahmeprogramm ist, einfach nur. Oder ob das mein PC ist. Weil sonst habe ich ja, das kann sogar Megalodon. Mann, Sven, Ende. Ja, Sven nehmen. Sven bestätigen, ich habe immer 200 FPS in Minecraft, wenn wir so normal spielen. Ja, und wenn sein Aufnahmeprogramm geht es eben halt nicht so. Und ja. Jetzt geht's wieder. Ja, das Ding ist halt. Wenn es bei dir leckt, leckt es bei mir nicht, weil meine Aufnahme schon leckt. Vorteil für mich. Und ja, dann sehen wir uns dann gleich mal wieder, wenn ich hier ein bisschen was... Genau, bei ihm zumindest. Und jetzt habe ich schon wieder 200 FPS, Bruder, man kennt ihn. Wenn du es ausgemacht hast? Ja. Egal. Bei mir läuft es ja weiter, ich höre nicht auf. Ja. Ich mache jetzt erstmal gefühlt gar keinen Cut, auch wenn es die ganze Zeit leckt, das ist mir jetzt egal. Weil wir gehen jetzt hier, zeig mal ganz kurz hier die Fortschritte bei Phosphorzentrierte Logik durch. Und zwar sollen wir einen Analysator bauen. Und da schauen wir jetzt mal nach. Dazu haben wir Just Enough Items. Analysator. Sind beide gleich. Klicken wir mal auf. Was brauchen wir denn? 4 Eisen, ein Relix-Scrap und ein Biofossil. Haben wir das denn? Wir haben ein Relix-Scrap. Wir haben 4 Eisen. Aber kein Biofossil. Das finde ich schade. Es fehlt wirklich nur dieses Biofossil. Den gehen wir mal kurz runter in die Höhle. Und werden da mal kurz gucken, ob's. Oder. Ob ich noch weiter runter muss. Hier ist sogar noch Eisen. Warte mal, welche Höhle sind wir denn? Ich hab ne Idee, ich gehe einfach von hier aus. Kram uns. Hast du überhaupt ein bisschen Eisen? Ne, nur einen. Nur einen Eisen. Ein beste Deutsch. Ja, 4 brauche ich ja für das Ding schon. Ja, richtig. Die habe ich auch in meinem Inventar. Und es laggt. Super! Ehre und ich habe wieder 100. Ich baue keine Leitern mehr, ich baue jetzt eine Wendetreppe hier runter. Wir gehen auf Höhe. Ich bin auf Höhe 31 jetzt schon. Voll der 31er. Ich gehe hier denke ich mal, komplett runter auf Diamanthöhe. Weil da gibt es ja alles denn, da finde ich auch Biofossile genug. Und ich habe kein Licht, das heißt, wir müssen mal kurz nochmal hoch. La la la, hier ist die Leiter. Hier ist sogar Eisen, das nehme ich mal mit. Ist Eisen in meinem Gang noch drin? So. Und hier ist ein Biofossil hinter. 2. Und es leckt. Jetzt leckt es nicht mehr. Also Kohle? Ja, in meiner Truhe. Was? Ja, geil! Direkt ein Biofossil als erstes rausbekommen. Kannst du mal Tag machen? Ist gerade Nacht draußen? Gerade Nacht.
Danke. So, wir haben jetzt ein Biofossil. Ich habe direkt ein Biofossil aus dem ersten rausbekommen. Da kann ich bei dir ein Ding rausnehmen. Fand ich jetzt geil. Cola. Ach doch. Hier oben. Aber hier ist Ja, mein Ofen. to hä? Ja, ich bin zurückgebackt. Ja, ich auch. Ich komme nicht rein! Einfach warten lassen. Du musst das Spiel jetzt langsamer spielen als sonst. So, die vier Eisen habe ich im Tar. Jetzt können wir das ganze Ding bauen. Und zwar hier, so, so. Und da haben wir den. Neues Rezept für Rezeptbuch. Genau. Wenn wir bei Aha. Fortschritt jetzt gucken, haben wir das nicht. Denke ich halt ohne Fortschritt weiter, ist mir doch egal. In manchem halt nicht die Fortschritte, ich weiß ja, was ich machen soll. Gut, dann bauen wir das Ding mal hin. Vielleicht müssen wir das hinbauen. Ich setze das hier hin. Bam, da steht's. Der Analysator. Da können wir jetzt alles reinpacken, was wir so an Biofossilen, normale. Select. Wie Jetzt ja. immer. Ja, hey, ich bin wieder Relic-Swap zurückgebackt, kriegt man ja. nur die Dinger raus. Plant-Fossil können wir probieren. Ich glaube, Knochen funktionieren auch. Knochen? Nee. Aber diese Fossil-Dinger, ich glaube, da ist eine 10%ige Chance, da überhaupt was rauszukriegen. Die Relic Scrap, da kriegt man gar nichts raus. Da kriegt man nur so eine Scheibe raus. Die bringt einmal jetzt aber nicht so. Ah ja, ich habe ein Sapling bekommen. Ach, das sind Zapplings. Das leckt gerade, ne? Etwas. Und das zweite war ein Sand. Super. Kann ich mir mal. Wie teuer war nochmal eine Hoe? Was, wie teuer ist was? Eine Hoe. Eine Oh. Hacke. Don't Kann man know. ja einfach aus dem Holz nur machen, ne? Weiß nicht. Ja. Hier. Ich habe eine Hacke. Ich will mal kurz gucken, ob man die Dinge einpflanzen kann. Wieder zurückgebackt. Ja. Ich weiß. Hier, ich habe hier gehackt und jetzt. Das ist ein Sapling, ich habe keine Ahnung. Kann man den hier nicht hinpflanzen? Da steht Sapling bei mir. Egal. Dann nehmen wir die Sachen ab sofort gar nicht. Jetzt habe ich mir die Hoden sonst gebaut. Egal. Lassen wir das sein. So, dann wollte ich ja jetzt, nehme ich mir mal hier ein paar Fackeln mit. Und dann gehen wir weiter. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich, ja, genauso wie hier, mehrere Biofossile gefunden habe, ja. So, da bin ich wieder. Und Laura zockt natürlich auch. Und, ja, ich war unten drin, ich hab Diamanten gefunden und Biofossil, ein einziges. Wow, hier ist gerade mal nur Sand rausgekommen. Wir haben immer noch kein Dino, also keine DNA. Hier, ich habe 5 Diamanten gefunden, ein versprochen, ein kaputtes Schwert, ein bisschen Eisen. Nichts Spannendes jetzt, was man so machen kann. Also immer noch keinen einzigen, keine Dino-DNA zu wenigstens 25%. Ja, da muss ich dann mal, das werde ich immer zwischendurch mal offline farmen. Und ich habe keine Ahnung, wir haben gerade mal nur den Analysator heute gebaut. Das ist ultra kurze Folge. Das sind gerade mal jetzt vielleicht 10 Minuten, wenn ich das jetzt mit dran schneide. Mehr nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann nur noch weitersuchen. Was anderes gibt es da nicht zu tun. Und Leck. Und ich weiß auch immer noch nicht, wie das Ding heißt. Heißt das Ding nicht Inkubator? Ach nee, Cultivator, ne? Genau, jetzt habe ich es gefunden. Wow. Ist leck gerade, ne? Kann das sein? Ja, kann gut sein. Ja, das baut man aus 3 Eisen und ein Kaktusgrün. Also wir brauchen wirklich ein Kaktusgrün. Kaktus, Ja, hoffen das wir. heißt, wir brauchen eine Wüste.
Haben wir ja. Oder? Nee, haben wir ja nicht. Und ja. Wir haben eine Fahrzeugmod, also dieses Jurassic Craft, da gibt es ein paar Fahrzeuge, dazu haben wir auch die Geraden. Und hier auf mein Dach, da werde ich so einen Helikopterplatz bauen. Auch offline, weil das ein bisschen länger dauert. Da muss ich aber gucken, wie. Weil der Helikopter ist ein bisschen groß. Bisschen. Ist aber nur einer. Lauterzock baut dann noch sein Ding da fertig. Sein Haus. Das nehme ich dann auch nicht auf, aber dann zum Schluss, wenn es fertig ist. Der Einrichtungswagen kommt morgen. Also morgen sind die Häuser, müssen sie fertig sein. Mindestens. Weil es geht sonst zu lange. Einfach, wir sitzen länger an die Häuser als irgendwas anderes. Jetzt hat er so in die Kiste. Aha, ein Feuerzeug. Mhm. Quarzblock. Wo ist ein Quarzblock her? Keine Ahnung. Egal. So, dann war's das erstmal mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen, wie gesagt. Und ciao.